hallo Leute und ein letztes Mal willkommen zurück bei FIFA Mobile 21 auf unserem Kanal. Ja, heute endet die Saison, eine sehr erfolgreiche Saison. Ich habe mir jetzt im Freeze Event noch die 150 jetzt und später Punkte geholt. Haben noch eben 5.000 Gems eingesetzt, um die 50.000 voll zu machen. Bei den Schneebällen haben wir jetzt auch den letzten Meilenstein abgeschlossen. Ich habe jetzt alle Gems rausgehaut. 1700 habe ich noch. Ich könnte jetzt eigentlich noch, ja, die haben wir jetzt auch noch raus für den letzten Schneeball. Okay, bekommen wir noch einmal Skillboost. Nein, das sind dreckige XP. Okay. Ja, beim Eisangeln 20 Köder haben wir noch. Aber der letzte Meilenstein wird sich wohl nicht mehr ausgehen. 1570. Mal haben wir gezogen, aber da werden wir es nicht mehr schaffen. Trotzdem ganz in Ordnung gelaufen, das Angeln, muss ich sagen. Bis zum vorletzten Meilenstein haben wir uns jetzt und später Punkte abholen können. Das heißt, wir haben am Ende stehen wir bei 885 9-Liter Punkte. Spieler haben wir Bale, Stones und Barella geholt. Hier auch nochmal. Ja, wichtig eben, dass ihr eben einen Screenshot macht von euren jetzt und später Punkten. Allen Spielern, falls irgendwie etwas schief geht. Auch wichtig, dass ihr dann eure Aufstellungen alle löscht und nur mehr euer Main Team aktiv habt, um dann auch eure 9 Later Rewards zu bekommen. Und auch noch ganz wichtig, euer Konto verknüpfen, entweder mit Facebook oder mit Google Play. Ganz wichtig, da verknüpft sein, um dann auch in die neue Saison reinzustarten und alle eure neuen Later, Punkte, Spieler und sonstige Rewards zu erhalten. Und als letztes ganz wichtig, eure User-ID. Da geht ihr eben bei den Einstellungen ganz unten auf Mitwirkende und scrollt dann hinunter und ganz am Ende findet ihr dann eure User-ID. So. Wo haben wir sie? Bisschen schwierig zu finden, aber genau. Hier haben wir unsere User-ID. Von der auch noch einen Screenshot machen, zur Sicherheit. Kann ich empfehlen. Ja. Was können wir jetzt noch sagen? Team, es schaut jetzt so aus, dass wir wahrscheinlich knapp die 232 eben nicht schaffen. Bei Captain Skill Boost fehlen uns eben ein paar, weil dann hätte ich eventuell noch den Dribbling Skill Boost austauschen können, aber die 200 Skill Boost weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich herbekommen sollte, ansonsten hätte ich noch zwei Spieler eventuell austauschen können mit Schießen Skillboost oder so. Aber ja, 231 passt, da werde ich auch gar nicht mehr viel herumtun. Ich glaube, die Skillboost werden wir noch upgraden. Das machen wir jetzt einfach noch. Keinen Push geben. Die Coins haben wir ja noch, die müssen wir jetzt eh alle raushauen. Ederson noch auf 31. Ja.
nur Reflexe auf 31 gebracht. Sonst alle anderen auf 30 Skill Boost ist ganz in Ordnung. Etwas mehr wäre wohl drin gewesen. Also ich sag mal, so realistisch Free to Play bis zu 235 sollte möglich sein. Hab heute ein Team gesehen mit 236, das angeblich komplett Free to Play sein soll. Ja, jetzt haben wir noch einiges an Coins übrig. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach dieses Rapid-Team an, wie hoch wir es pushen können. Ich überlege jetzt gerade noch, vielleicht wäre es eigentlich klüger mit zwei Stürmern zu spielen. Ich will halt unbedingt mit Yusuf dem ja auch spielen. Hab deshalb relativ viele ZOMs. Aber so viele Mittelfeldspieler turnieren wird wahrscheinlich schwierig sein. Deshalb wäre es wohl besser, wir nehmen unseren zweiten Stürmer. Ja, müsste Knasmüller ZDM spielen. Ja, machen wir das so. Ah, ich sehe. Sondern das war jetzt die falsche Aufstellung. Die wollten wir haben, ja. Die wollten wir nehmen. Da hat er gar. Ist er komplett. Ja, egal. Dann lassen wir es einfach. Dann lassen wir das einfach so, wie ich das hatte im 4-5-1 und spielen so einfach. Probieren wir jetzt einfach mal die ganzen Spieler. Ich habe auch noch eben 3500 Spieler im Postfach. Ja, werde ich mal die Spieler trainieren, mal schauen, wie hoch ich pushen kann und melde mich dann noch einmal. Bis dann. So Leute, willkommen zurück. Das ist unser Rapid-Team. Jetzt mal soweit. Habe jetzt alle Spieler aus meinem Postfach abgeholt. Wirklich alles reintrainiert, so viel wie ging. Stürmer hatte ich natürlich ein bisschen mehr. Im Mittelfeld musste ich 5 Spieler trainieren, in der Abwehr 4. Den Tormann habe ich auch auf 105 gebracht. Wir können jetzt noch schauen, die letzten. Ich habe noch da einiges an Stürmern. Das können wir jetzt auch noch alles reinhauen, wie hoch wir Kara jetzt noch bekommen. 115 sollte sich eigentlich noch ausgehen. So. Die brauchen wir dann noch. Schon noch ein paar. Oh, sind wir schon drüber. So. Damit Kara noch auf 116 gepusht sogar. Wahnsinn. Ja, Stürmer hatte ich am meisten noch. Hohe 100er. So, geht jetzt sonst noch irgendwas? Ja, machen wir halt noch vielleicht noch den letzten Innenverteidiger. Auch noch auf 103. Ja, Wahnsinn, hier in Wien stürmt's unfassbar. Also, es ist hier bei uns oft mal extrem windig, aber so stürmisch wie heute, dass ich es rausbekomme, ist es wirklich selten.
der Terrasse, haut alle Pflanzen herum. Bringt überhaupt nichts, das wieder aufzustellen. Okay, geht sonst noch was? Trainieren. Geht sich Funtas noch aus auf die 103? Ja, sollte auf jeden Fall gehen. Sehr gut. Und ja, jetzt habe ich alle bis auf die neuen Later, die weiß ich jetzt nicht, die trainiere ich jetzt mal lieber nicht rein. Sollte an sich egal sein. Da wird es jetzt nichts mehr ausgehen, oder? Na, das ist zu wenig. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wählen wir dieses Team aus und spielen noch eine Head-to-Head-Partie. Wir können da eventuell Skill Boosts auch noch upgraden. Konter ein bisschen. Warum denn nicht? Die Coins haben wir jetzt auch noch. So Leute, habe jetzt alle Skill Boosts upgegradet. Wie ihr seht, sind wir unter 500 Millionen, also ein 650 Millionen Team und 165er Team am Ende habe ich noch zusammengebracht mit unserem Rapid Team. Hinter mir stürmt es weiterhin. Ja, dann starten wir mal rein in ein letztes Head-to-Head-Spiel. Ich fürchte, da ich da wenig Chancen haben werde. Ja, Wochenende haben wir auch noch alles erledigt. Ich fürchte, mit den Hochtrainierten, da müsste ich schon alle auf 120 haben. Die werden von den Stats her wahrscheinlich nicht viel. Aber schauen wir mal, was sie zustande bringen. Die Burschen. FCS. Das ist unser Rapid-Team. 208. Ja, mit einigen Maschinen. Da vorne, ob wir da mithalten können, wird wahrscheinlich schwierig. Aber gut, ein Spiel müssen wir jetzt machen. Mit den Jungs. Er wird sogar mal auf Abwehr. Sind wir nicht zu offen, sind ja. Er wird gleich mal. Puh. Wenn wir da gleich kassiert hätten, das wäre es jetzt gewesen. Oh, hat auch etwas Glück gehabt. Ja, im Zweikampf wird es da schwierig. Und wenn er dann, wenn der Schiri auch noch sowas als Foul gibt. Ja, und dann hat er wieder Ballglück. Und der Freistoß auch noch, oder was? Nein. Ja, toll. Tolles Tor. Bravo, und dafür nehmen wir auch gleich den Ball. Ah, sind wir auch zu langsam. Ja, ich befürchte, dass das da schwierig werden wird. Ah, haben wir auch nicht vorbei. Ist gut verteidigt. Wohin passt er den Ball? Wahnsinn. Und die nächste Flanke. Okay. Gibt Abstoß, sehr gut. Mit zweiter Halbzeit wahrscheinlich ein bisschen mehr riskieren müssen auf Angriff stellen, wenn da nichts geht. Schick, kommt mal durch. Dann so eine miese Flanke.
Vorsicht vor Ronaldo. Ja, immer den gleichen Schmäh da über die Flanke. Vorsicht. Okay, alles klar. Und dann lasst auch noch weiterspielen. Nein. Gut, probieren wir es. Zweite Halbzeit mit Angriff. Nützt eh nichts. Sind 1-0 hinten. War dabei noch ganz wacker geschlagen, muss man sagen. Haben wir einfach einen Nachteil. Ich hab doch gepasst. Man kommt auch nicht durch. Schade, schade. Das hätten wir uns jetzt wirklich verdient. Man kommt nicht zum Abschluss. Das kann's doch nicht sein. Ja, und jetzt sowas. Und jetzt dann wieder sowas. Wir brauchen viel zu lange für den Pass. Und das war's jetzt dann wohl. Ins kurze Eck auch noch. Also ins kurze Eck, das ist eine Frechheit. Naja. Und jetzt passt er nicht zurück. Super. Schaffe noch ein Ehrentor zumindest. Kara kann sich eigentlich durchsetzen, hätte ich mir gehofft, dass er zumindest da beim Kopfball seine Stärke ausspielen kann, aber und Stojanovic kann Ronaldinho nicht stoppen oder wer auch immer war. Vielleicht eine Chance noch. Okay. Gut. GG. GG an den Gegner. Da hatten wir einfach keine Chance. Okay. Immerhin, dann war's das. Mit FIFA Mobile 21. Unser Rapid-Team 165 noch gepusht mit den letzten Spielern, XP und Coins, die wir übrig hatten. Letzter Blick auf unser Main-Team. Erfolgreiche Saison beendet, 231 Free-to-Play erreicht, knapp die 232 nicht geschafft. Hoppla. Wieder das Main-Team aktivieren. Dann auch löschen, das letzte Rapid-Team, damit alles glatt läuft. Genau, einige Skillboosts fehlen uns bei Captain und so. Noch, dass wir die 232 schaffen würden. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute für den Start in FIFA Mobile 22 und sage bis zum nächsten Mal. Bye.